Hallo und herzlich willkommen retour zu Empathic Business Dirty Sales Tricks, diesmal mit Folge Nummer 4. Wir sind schon bei Folge 4 angekommen, relativ cool. Und wir haben Folge 3, ging um das Verdiene, was du endlich wert bist. Ein sehr auf Frauen ausgerichteter Dirty Sales Trick. Heute gehen wir eine Stufe weiter, wir bleiben aber beim gleichen Thema. Es geht nochmal ums Thema Geld. Nochmal ist gut. Denn am Ende des Tages sind die viele, viele Dirty Sales Tricks auch aufs Geld immer ausgerichtet oder auf monetäre Faktoren. Denn unser armes Gehirn ist mit der Konstruktion Geld nicht ganz so simpel, wie es mit anderen Konstruktionen zum Beispiel ist. Deswegen, also, ein herzliches Guten Morgen in die Live-Runde, wer live dabei ist. Heute solltet ihr euch nochmal hart am Schreibtisch festhalten. Wir gehen, wie gesagt, einen der in den letzten, ja, es ist in den letzten Jahren, also da muss man ehrlicherweise zugehen, die Dirty Sales Tricks sind teilweise uralt. Die Ausspielmechanismen haben sich geändert, die Eskalation in den Tricks hat sich teilweise geändert, aber ansonsten wirklich neu sind sie nicht. Das Interessante ist, manche kann man mit neuerer Forschung besser erklären und das ist unter anderem heute. die zwinkern schön Augen. Ja, ich habe immer gesagt, ich starte jedes neue Live-Video, weil ich immer nie genau weiß, wann wir live sind mit Augengymnastik. Also steigen wir ein in Dirty Sales Tricks Nummer 4. Sechsstellig, siebenstellig. Unbegrenztes Einkommen und einen ganzen Haufen Prise passives Einkommen obendrauf. Grundsätzlich nochmal zur groben Überbau der Architektur eines Dirty Sales Tricks. Grundsätzlich braucht, damit ein Dirty Sales Trick funktioniert, überhaupt immer einen ganzen Funken Wahrheit. Das heißt, es muss immer einen wahren Kern geben. Es muss Leute geben, die das erreicht haben. Es muss in der Theorie und definitiv auch Praxis irgendwie bei jemandem funktioniert haben. Jetzt ist das mit dem sechsstellig und dem siebenstellig und auch dem passiven Einkommen und auch unbegrenzten Einkommensmöglichkeiten natürlich etwas, was Menschen erreicht haben. Sechsstellig genauso wie siebenstellig, als auch eben passives Einkommen, klassischerweise aus Aktienstrategien, aber auch man hat irgendwelche Beteiligungen oder man hat Mieteinnahmen oder sonst irgendwas. Es ist ein klassisches Momentum aus der Finanzmarkt. So, sechsstellig und siebenstellig, natürlich, das gibt es als Gehälter, das gibt es als Umsätze, das gibt es als Gewinn, das gibt es als Einkommen. So, das ist also deswegen, das ist der wichtige Teil. Es braucht wie immer die Wahrheit innen drin. Und wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob es realistisch oder unrealistisch ist. Es ist schlicht und einfach wahr. Es gibt, und ich zähle mich da genauso dazu, Menschen, die eben sechs- und siebenstellig sind. Also, Haken dran an der Stelle. Denkt immer dran, die Architektur eines Dirty Sales Tricks braucht das immer. Ist ja komplett nicht verankert in der Wahrheit, würde es ein magischer Trick sein und dann, na, wie auch immer, auf jeden Fall funktionieren sie nicht. So, was ist jetzt aber dran? Warum ist dieses sechsstellig, siebenstellig und insbesondere auch das unbegrenzte Einkommen und das passive Einkommen so ein klassischer Dirty Sales Trick? Erstens ist es wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn, wenn es um Zahlen und insbesondere um Geld geht, nicht wirklich damit gut umgehen kann. Das muss man kurz mal aus der Entwicklungsgeschichte des Gehirns angucken. Wann war es denn so sinnvoll, dass wir uns mit Zahlen beschäftigt haben? Naja, wenn ich irgendwie grob abschätzen müsste, also wenn ich nicht mehr in dem Bereich bin, dass ich mit Augen zählen kann, hat es sonst irgendwas erst dann entwickelt, Zahlen zu entwickeln und überhaupt zählen. Das heißt, es ist relativ jung für unser Gehirn. Große Zahlen sind damit noch viel, viel jünger, denn am Anfang habe ich natürlich immer so eine Art, naja, verbeste Verbindung. Da meine Schafe, ah, da meine Kinder, 1, 2, 3 so ungefähr. Das heißt, überschaubar viele, abzählbar viele. Das ist übrigens auch die mathematische Definition. Es gibt sogenannte abzählbar viele Mengen. Nicht gleich alles ist unendlich groß. Dann kam in der nächsten, noch jüngeren Entwicklungsgeschichte kam das Geld ins Spiel. Auch hier ganz wichtig, muss man verstehen, dass Geld, und das ist an der Stelle, um den Dirty Sales Trick zu verstehen, ganz essentiell, Geld ist nicht als Tauschmittel entstanden. Wir brauchen jetzt nicht da reingehen, dass das, wie das entstanden ist, dass das die eigentliche, für viele die Herkunft von Geld ist, aber Geld ist aus Status entstanden. Geld wurde also, um Kriege zu verhindern, der Häuptling mit den großen Kronen. Das heißt,
um Geld auszudrücken, ist es ein Statusmittel. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, falls ihr irgendwo noch im Kopf hinterlegt habt. Geld ist als Tauschmittel entstanden, das kam sehr viel später. Geld wurde für viele, viele Jahre, Jahrhunderte, gefühlt Jahrtausende, wahrscheinlich sind es Jahrtausende, ich müsste es, ist es als Statusmittel eingesetzt worden. Die Braut, die ausgestattet worden ist, Goldschmuck, deswegen bunt glänzen und ähnliches. Nach und nach hat man festgestellt, das ist eigentlich ganz schön clever, anstatt dass ich mein Schaf gegen die Kuh tausche, obwohl ich gar keine Kuh brauche, könnten wir andere Mittel einfügen und so wurde Geld auch zum Tauschmittel. Aber Geld ist eben aus Status entstanden. Und man muss sich immer folgendermaßen vorstellen, ist etwas älter in unserem Gehirn, hat es auch eben, wir nennen es nicht umsonst Primatengehirn, Reptiliengehirn, hat es eine andere Dominanz als die jüngeren Entwicklungsstufen. Weswegen uns eben Dinge, die neuer sind, schlicht und einfach, wir immer versuchen mit alten Methoden zu verarbeiten. Kennt ihr aus tausend anderen Varianten. So, das heißt, jetzt haben wir zwei Seiten. Wir haben die Wahrheit auf der einen Stelle, sechsstellig, siebenstellig, achtstellig, gibt es ja natürlich alles. Es gibt das passive Einkommen, es gibt die Variante, das Potenzial für unendlich viel, unendlich ist ein Trieb, aber sehr, sehr viel Einkommen. Gleichzeitig dieses sehr junge im Gehirn verankerte Zahlen, große Zahlen, dieses ganze Geldding. Das heißt, wir haben auch und durch die vielen, vielen Generationen davor nicht unbedingt die besten Varianten von, wie wir diese Dinge verstehen. Das ist, warum die Null geradezu magisch wirkt. Ja, also verschenken oder ein Euro verlangen, ist verschenken die meistens einfachere Taktik. Solche Geschichten sind an der Stelle wichtig. So, und jetzt geht das Ganze, wird das Ganze von einer sozusagen, jetzt gehen wir aus der Neurobiologie und was auch immer, in eine Dirty Sales Tricks. Denn was implementiert in dem Moment, wo ich anfange, darüber zu reden, dass man sechsstellig wird? Naja, ich lasse ja ganz bestimmte Dinge weg. Ich sage nicht, ob es sechsstelliger Umsatz ist, sechsstelliges Einkommen, sechsstelliges Netto- oder Bruttoeinkommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sechsstellig nicht weiter differenziere, spreche ich alle an, die aus irgendwelchen Gründen nicht sechsstellig sind. Das geht so weit, dass ich teilweise einfach auch mit der Wahrnehmung spiele an der Stelle. Naja, selbst wenn ihr die 80.000 Euro im Monat macht, dann sind es noch nicht sechsstellig im Monat. Das heißt, und das sind dann nochmal einfach, dann sind wir ja bei sechsstellig im Monat, sind wir automatisch bei einem siebenstelligen Jahresumsatzeinkommen oder was auch immer. Das heißt, der Dirty Sales Tricks an der Stelle fängt schon damit an zu spielen mit der Wahrnehmung, über welchen Zeitraum das ist. Also der wird entweder sehr bewusst weggelassen, sodass ich alle anspreche, die schlicht und einfach noch nicht sechsstellig sind. Und wenn man sich die Einkommensverteilung und die Umsatz- und Gewinnverteilung von Unternehmen angucken, insbesondere in der Größe Solopreneure bis ungefähr 5 Mitarbeiter, dann sind ja großteils der Unternehmen nicht, also insbesondere Einzelunternehmen, nicht sechsstellig. Das heißt, der Markt, den ich mit diesem sechsstellig anspreche, ist sehr groß. Auch wenn ich insbesondere den Markt anspreche, die heute noch angestellt sind, wer über 100.000 Jahreseinkommen liegt, ist auch nicht die größte Gruppe, sondern es ist eher eine sehr, sehr kleine Gruppe. Das heißt, mit der Aussage alleine sechsstellig spreche ich eine sehr große Gruppe an Menschen an, die eben dann im Normalfall eben, und dann sind wir wieder bei, ein Dirty Sales Track muss trotz alledem zugeschnitten, targeted sein, eben eine Gruppe anspreche, die dort nicht ist. Möchte ich das Ganze eskalieren dann und das Ganze ein bisschen noch mehr Dirty Play spielen, dann gehe ich natürlich in die siebenstellige Argumentation oder kombiniere sechsstellig mit siebenstellig und sehr kurzen Zeiträumen. Also sechsstellig in 6 Wochen, siebenstellig in 8 Wochen. Was passiert an der Stelle und warum ist das so ein Dirty Sales Trick? Weil diese Sachen an der Stelle eben, naja, der Funken Wahrheit ist, wenn ich davor 80.000 verdient habe, dass ich dann innerhalb von mir sogar 2 Wochen auf 100.000 komme, naja, theoretisch machbar. Und weil das in der Theorie in unserem Gehirn natürlich irgendwo klar ist und wir gar nicht mit uns in einer solchen harten Selbstreflexion sind, funktioniert das. Das heißt, was ich mache über diesen Sales Trick ist, dass ich ein Shortcut, ich will sozusagen einen Kurzschluss im Gehirn verursachen. Und wenn es um Geld geht, dann ist das, je krasser ich das im Zweifelsfall mache, umso einfacher ist der Kurzschluss. Weil angenommen, wir nehmen sowas wie siebenstellig oder 2,3 Millionen in 8 Wochen oder 2,8 Millionen in 9 Wochen, dann ist das für den Großteil, der darauf nicht anspringt, einfach nur Bullshit-Bingo. Was damit passiert ist, und deswegen ist das so ein Dirty Sales Trick für alle, die darüber nachdenken, denken sich, hat mit mir nichts zu tun, was soll der Scheiß, und sind weg. Die andere Gruppe, die aber einen inneren Need danach hat, die entweder in finanziell verzweifelten Situationen sind oder sehr, sehr statusgetrieben sind oder auch extrem sicherheitsgetrieben sind, also das sind die 3 großen Gruppen, die mit solchen Sachen am meisten angesprochen werden, also finanziell
schon schwierig. Finanziell Status Ego getrieben und finanziell sicherheitsgetrieben. Die werden entstehen durch diesen Shortcut, durch diesen Kurzschluss am Gehirn, dieses, das klingt irgendwie spannend. Und in dem Moment bin ich hooked. Für alle anderen werden damit auch bewusst abgestoßen. Das heißt, ich habe dann genau das, was ein Dirty Sales Tricks in der Variante auch eben besonders wirkungskräftig macht. Ich habe genau die Gruppe, die ich dort haben möchte. Für den Rest der Welt ist das uninteressant. Das darf man an der Stelle immer nicht vergessen. Ich habe letztes Mal in Folge 3 schon gesagt, der Verdiene, was du endlich wert bist, Trick funktioniert extrem gut für Frauen. Männer können der Argumentation so gut wie nicht folgen. Das heißt, das ist genau ein Targeted Sales Trick. Und ein Dirty Sales Trick hat eben genau diese Komponente der Wahrheit, die eskaliert wird und eine sehr klare Ansprache in der Zielgruppe. Also schneidet euch zumindest, was die genaue Ansprache in der Zielgruppe ist, immer mindestens das ab. So, was passiert jetzt weiter? Ich möchte halt, das Ganze wird dann unterfüttert mit weiteren Sachen, die diese Menschen als Gruppe eben haben möchten. Ich möchte von daheim oder von irgendwo auf der Welt arbeiten. Daheim sind die Sicherheitsgetriebenen, irgendwo auf der Welt sind die Freiheitsgetriebenen. Und das kann ich in einem Satz machen. Du hast dein eigenes Business damit. Damit spreche ich alle an, die noch angestellt sind, beziehungsweise die das Gefühl haben, ihr Unternehmen ist kein richtiges Business, es läuft einfach noch nicht. Über diese Argumentation spreche ich dann in der Kombination sechsstellig und einem kurzen Zeitraum oder siebenstellig und einem kurzen Zeitraum. Das Ganze eben an. Und gleichzeitig mache ich das eben gleichzeitig an der Stelle, damit so ein Dirty Sales Track mit sechsstellig und siebenstellig gut funktioniert, muss ich natürlich sagen, es ist besonders einfach. Und da verlassen wir die Realität den Hund dann final, denn einfach ist es nun definitiv nicht und besonders ist es auch nicht schnell machbar. Das sind die Sachen, wo der Sales sozusagen zum Dirty Sales wird. Auch das ist so eine generelle Architektur eines Dirty Sales Tricks. Es ist nicht, dass es in sich alles Schmarren ist, sondern es ist immer wieder die Eskalation, den Spin, so nennt man das, den Spin der Story, die ich da drauf erzähle, die an der Stelle sehr gut funktioniert. Der Sale mit dem unbegrenzten Einkommen kennen wir zum Beispiel viel aus MLM, Network-Marketing-Geschichten, denn kann ja nicht nur Produkte verkaufen, sondern sobald ich Team habe, verdiene ich daran mit. Und je mehr Team ich habe, umso unbegrenzter ist mein Einkommen. Das heißt, es ist das, was dann eben auch entweder über den unbegrenzten Einkommen, jeder über das sogenannte passive Einkommen. Das heißt, dass ich nicht mehr scheinbar in dieser Welt Zeit gegen Geld funktioniere, sondern eben dadurch, dass ich irgendwie andere für mich Geld verdienen lasse, Geld verdiene. Das nannte sich früher klassischerweise auch Mitarbeiter, die im aktiven Sales oder sonst irgendwo eingebunden sind, die nicht nur sozusagen, die auch aktiv daran beteiligt sind, aber das ist grundsätzlich die Idee dahinter. Das heißt, grundsätzlich von der Architektur einen sechsstelligen oder siebenstelligen Spin an den Dirty Sales Tricks sind natürlich auf alle die ausgerichtet, die dort noch nicht sind. Wie gesagt, das an der Stelle mal ganz wichtig zu verstehen. Zweitens, mit diesen Zahlen, die dann im Hirn getriggert werden, in sechs, siebenstellig, sonst was, kommen wir nicht sonderlich gut zurecht. Das heißt, sehen sozusagen drei Zahlen bei uns, weiß ich nicht, wir haben 10.000 Euro auf dem Konto, sehen natürlich nicht die sechs Stellen, sehen auch zum Beispiel nur ein Konto, das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Das Ganze wird dann, wie gesagt, immer eskaliert über einen sehr kurzen Zeitraum oder darüber, dass es leicht und einfach geht. Auch das werdet ihr durch alle Folgen sehen, dass dieses leicht und einfach eine sehr harte Kombination ist. Ich nehme jetzt einen Schluck Kaffee. Für euch bedeutet das, ihr könnt kommentieren, fragen. Ich gucke übrigens auch die YouTube-Kommentare oder wo auch immer ihr das guckt nach und bin gespannt, denn eine Stufe haben wir noch, warum es dann final dirty, dirty wird. Also schön. Der Kaffee. Eigentlich haben wir noch zwei Sachen, damit der sechsstellig, siebenstellig, achtstellig Spin des passiven Einkommens, das eigentlich in die Prise obendrauf, wirklich funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt, kommentiert, was auch immer und wann auch immer. Versuche auf alles einzugehen. So, zwei Spins sind noch wichtig. Erstens ist wahnsinnig wichtig, und das wäre jetzt eigentlich total bescheuert, wenn ich auch ein Video produzieren würde, wo ich grumpy wäre. Aber grundsätzlich ist die gute Laune extrem wichtig für solche harten Sales-Tricks. Ihr werdet merken, dass wenn man die klassische Warnung von Vertrieb, Verkaufen und Sales ist, dann sind es mal überenthusiastische, extrovertierte, gut gelaunte Menschen. Ja,
Das hat was damit zu tun, dass je besser die Laune ist, umso weniger denkt das Gehirn. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber im Prinzip, wenn ich schlechte Laune habe und so ein bisschen grumpy bin, ja, wenn ich dann so denke, ey, was erzählt mir denn die Lampe hier über Nacht achtstellig? Hat die sie denn noch alle? Wenn ich in diesem Grumpy-Modus bin, funktionieren andere neurobiologische Entscheidungsmechanismen ein bisschen anders als im endorphin-getriebenen Drive-Modus. Ist kein Dirty Sales Trick, aber ein klassischer Sales Trick ist, warum macht man eine Probefahrt und danach kommt der Preis vom Auto. Also wenn ihr einen sleazy Autoverkäufer habt, dann wisst ihr nicht, was das Auto vorher kostet, sondern ihr steigt erst ins Auto ein und dann erzählt ihr euch, was das Auto kostet. Weil dann haben wir zwei Dinge erledigt. Ihr habt die Probefahrt gehabt und im besten Fall geile, gute Laune. Funktioniert natürlich besonders gut bei, keine Ahnung, irgendwelche Sportwagen oder cool zu fahrenden Autos. Aber das ist so eine klassische Variante. Je höher die Endorphine sind, umso schwerer fallen uns die klassisch rationalen Entscheidungen, weil wir eh nie rationale Entscheidungen treffen, sondern jede Entscheidung emotional getroffen ist. Und dieses emotionale Happy Feeling unsere rationale Rechtfertigung nach unten schraubt. Und deswegen ist für solche harten Sales-Geschichten auch immer, und ich gehe da nochmal explizit drauf ein, aber das werde ich streuen. Wie gesagt, manche Sachen funktionieren eben, werden in der Kombination gesetzt. Das werdet ihr in den tieferen Folgen noch sehen. Werden wir noch so das ein oder andere auseinandernehmen. Ist eben halt auch so der klassische, dass die gute Laune da ist. Also das ist für insbesondere sechs- und siebenstellige Geschichten, muss die gute Laune da sein, damit das überhaupt gut funktioniert. Und warum wird es dann eigentlich im Prinzip eigentlich zum geilsten und warum wird ja auch dieser Sales-Trick überhaupt so viel benutzt? Ja, das ist ja ähnlich wie bei dem Verdiene, was es wert ist, verdiene, was du endlich wert bist oder wie wir das Ding auch immer nennen möchten. Viele wissen gar nicht, warum es funktioniert, warum das auch psychologisch so desaströs ist. Bei der sechs-, siebenstellige Argumentation, da ist den meisten noch eher ein bisschen klar, warum sie den einsetzen. Wenn das Produkt innen drin, wie immer gilt, ist das Produkt innen drin gut genug, ist es kein Dirty Sales Trick. Aber auch dann kann ich überlegen, wie ich das positioniere. Ist an der Stelle schlicht und einfach, dass das Gehirn einen Effekt hat, Zahlen miteinander zu vergleichen. Und wenn ich die ganze Zeit von der Million geredet habe und danach sage, du kriegst die Million für 10.000 Euro, dann sagt das Gehirn, super, das ist toll. Diesen Effekt sieht man zum Beispiel ganz klassisch bei Hauskäufern. Am Hauskaufen sind sie am Anfang noch total pedantisch. Ja, sitzen sie da mit ihrem Zettel und ihrem Stift und schreiben alles runter. Und irgendwann sind die Summen aber, die da stehen, einfach groß. Ja, das sind die großen Investitionen, die der Mensch im Normalfall im Leben tätigt, ist ein Haus oder ein Wohnungskauf. Wir kennen alle Immobilienpreise, 300, 400, 500, aber auch eine halbe, sind im Prinzip nichts mehr. Das heißt, wir haben diese wahnsinnig große Zahl im Kopf und dann kommt da irgendwas um die Ecke, ja, das kostet nochmal 1.000 Euro. Und weil wir natürlich die 500.000 die ganze Zeit im Kopf haben, sind die 1.000 Euro geschenkt obendrauf. Und am Ende des Tages irgendwann, was man am Anfang noch verglichen hat, ob man da die besten Konditionen bekommt, ob der Notar hier irgendwie am günstigsten ist, sind aus ein paar tausend Euro ein paar 10.000 oder sogar mehr geworden. Und das ist eben ein natürlicher Effekt, der durch diese Zahlenspiel eben entsteht. Das Gehirn relativiert Zahlen, die miteinander im Verhältnis stehen. Und nochmal, wie gesagt, jeder Dirty Sales Tricks basiert auf einem Funken Wahrheit. Und natürlich, wenn mir jemand anbietet, pass auf, du gibst 100.000 bei mir aus und dafür hast du nachher die Million, dann ist es ein Done Deal. Die Frage ist nur, kann dieser Mensch mir das liefern? Deswegen sind auch viele Finanzschemes, wo man sich immer wieder fragt, Leute, wie fallt ihr denn da drauf rein? Das ist die falsche Frage. Werbung wirkt, Sales-Tricks wirken. Und selbst wenn ich euch das nur einmal erkläre, kann das sein, dass ihr in ein paar Wochen oder ein paar Monaten es gar nicht mehr seht, weil euer Gehirn dann eben, deswegen Primaten sozusagen aus dem Stammhirn, genau wieder auf das reagiert. Es ist eine Konstante, wir vergleichen nun mal Zahlen miteinander. Wir müssen schnell verstehen, ob das 500.000 mehr ist als 10.000 Euro. Wir müssen verstehen, dass die Million ist mehr als 20.000 oder 100.000. Der Punkt ist, dass wir die Zahlen immer miteinander in Relation setzen, ganz automatisch. Das ist etwas, was wir nicht aufhalten können. In einem Dirty Sales Trick wird das sehr bewusst grundsätzlich konstruiert so eingesetzt. Das heißt, ich arbeite mit klassischen drei Instanzen, sechsstellig, siebenstellig, das Ganze in einem relativ kurzen Zeitraum, kombiniert mit der euphorisch positiven Aussage darüber, dass es super leicht und für jeden machbar ist. Ganz wichtig, es muss immer alles für jeden machbar sein, als würden wir alle eine Olympiamedaille schwimmen oder Usain Bolt beim 110 Meter, beim 100 Meter Lauf schlagen. Natürlich nicht.
Es ist nie alles für alle erreichbar. Aber das ist ein wichtiges Argument. Dann das kombiniert mit dem, dass ich davor sehr krass auf den Zahlen argumentiert habe, die groß sind, sodass mein Angebotspreis wirklich lächerlich klein wirkt. Gerne kombiniert dann auch, ursprünglich kostet das Ganze eben übrigens 50.000 Euro, du kriegst es für 10.000 Euro oder anstatt 5.000 Euro, 2.000 Euro. Das sind dann finalen Mechanismen, die die Leute dazu bringen, eben durch die auch sehr spezifische Ansprache. Und das ist etwas, was man an der Stelle der Dirty Sales Tricks eben nicht vergessen darf. Es gibt manche Dirty Sales Tricks, die werden bei euch nicht wirken. Schlicht und einfach, weil ihr nicht die Zielgruppe seid. Das kann sein, wenn ihr männlich seid, wird, verdiene endlich, was du wert bist, vielleicht nicht bei euch wirken. Wenn ihr längst sechsstellig seid, dann ist, glaubt mir, man rollt mit den Augen, wenn euch irgendwas angeboten wird, dass man endlich sechsstellig wird. Ich werde ein Gespräch in einem Flieger von Köln nach Bonn nie vergessen, als mir jemand erzählen wollte, wie ich endlich fünfstellig im Monat verdiene. Also, nee, stimmt gar nicht. Explizit waren es endlich 10.000 Euro. Auf meine Argumentation, dann soll ich wohl immer am 10. das Arbeiten einstellen, hat der Herr nur begrenzt irritiert geguckt und gar nicht gelacht. Verstehe ich gar nicht. Das heißt, das ist genau diese Kombination. Wenn ich davon nicht angesprochen werde, dann bin ich automatisch, dann sehe ich sofort, dass das Schmarrn ist. Das ist immer so. Das ist, wenn ihr Fachexpertise habt, dass wenn ihr eben halt nicht die Zielgruppe seid, dann ist das genau das, dass ich darauf eben nicht anspreche. Das ist, warum verhindert werden soll, dass ihr mit Leuten über Angebote sprecht. Deswegen soll verhindert werden, dass ihr drüber nachdenkt, weswegen Timer unten dran sind, weswegen und der Timer meistens dann nur noch 3 Minuten oder sonst was oder 12 Stunden hat. Das sind genau diese Sachen, die grundsätzlich auf der einen Seite funktionabel sind, aber eben halt in der Kombination wird es ganz gerne ziemlich, ziemlich dreckig. So, jetzt wisst ihr, und wie gesagt, final die Prise passives Einkommen. Naja. Wer arbeitet denn schon gerne hart für sein Geld? You see the point. Richtig. Deswegen muss man immer eine Prise passives Einkommen, entweder durch leicht oder durch langfristig oder durch unbegrenztes Einkommen, obendrauf streuen. Ansonsten wird das nichts mit dem sechsstellig, reich über Nacht, schnell und hektisch, reich. Wie gesagt, am Ende des Tages sind diese Tricks immer deswegen auch so funktionabel, weil sie ganz genau zugeschnitten sind auf ganz spezifische Zielgruppen, die sich sonst nicht angesprochen würden, fühlen. Für alle, die heute auf Facebook noch live dabei sind, habt ihr noch eine Frage oder zwei? Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Immer nächsten Tag um 9. Ansonsten freue ich mich über, ihr wisst schon, das Übliche, die Social-Media-Währung. Likes, Kommentare, Teilen, Anregungen, Anmerkungen, insbesondere was das da draußen alles ist. Ich habe schon sehr, sehr schöne Sachen geschickt bekommen. Ich habe schon Fragen bekommen. Manche sehen schon noch zwischenzeitlich sehr genau, was da draußen so los ist. Das freut mich natürlich sehr. Deswegen machen wir es auch, denn ihr wollt euch auch von den komischen Angeboten abgrenzen und ganz klar anders argumentieren. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass manche gar nicht wissen, dass sie Dirty Sales Tricks einsetzen und deswegen ist auch nicht besser machen. Aber gut, vielleicht schicken die ja, vielleicht landen die irgendwann hier, kriegen das Video geschickt. Wir werden es sehen. Ihr Lieben, habt ihr an diesem wunderbaren Dienstags 9 Uhr, Mittwochs Salespiration 9 Uhr, Donnerstag 9 Uhr, immer schön auf 9, können wir hier kollektiv eine Tasse Kaffee trinken und uns durch die Varianten von Sales im positiven wie im negativen Sinn durcharbeiten. Und Frau Lampel zerlegt. Geht auch gleich bald los, aber das braucht ein bisschen mehr Vorlauf, deswegen seid gespannt. Bald geht die erste Zerlegerunde los. So, ihr Lieben. Und übrigens, immer dienstags könnt ihr es euch voll um die Ohren knallen, denn nicht nur morgens 9 um live um 9 Uhr, nein, auch immer noch um 12 Uhr könnt ihr nochmal dazu kommen zum Talklunch. Dann geht es mir komplett um Online-Business, Online-Marketing, Busting the Myth. Heute übrigens mit dem lustigen Sommerloch, der Mythos Sommerloch. Nochmal eine Runde vertieft und was das Final auch heißt für euch. In dem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und vielleicht sehen wir uns die nächsten Tage wieder live und in Farbe zu den nächsten weiteren Instanzen rund um das wunderbare Thema Sales, Vertrieb, Verkaufen und von Dirty Sales Tricks zu kurz und knackig. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.